Die Premier League trainiert wieder Elvedi zum FC Bayern? Fragezeichen. Und Coach Esume ist vollwertiges Mitglied im HSV-Trainerstab. Außerdem ist Tages. Mein Name ist Nico. Herzlich willkommen in den Home-Studios zu Berlin. Nee, in den Corona-Heimstudios zu Berlin. Wie auch immer ich es immer gesagt hatte. Herzlich willkommen dazu. Das sind die Daily News. Mein Name ist Nico. Legen wir los. Wann die Premier League den Ball wieder rollen lässt, ist immer noch nicht sicher. Allerdings wurde gestern ein großer Schritt in Richtung Wiederaufnahme des Spielbetriebs getätigt. Die Bosse der 20 Premier League Vereine einigten sich nämlich darauf, dass ab heute, Dienstag, der Trainingsbetrieb in England wieder aufgenommen werden darf. Es geht hier noch nicht um volles Mannschaftstraining. Ganz im Gegenteil, in Kleingruppen und ohne Körperkontakt darf trainiert werden. Aber wie gesagt, es ist ein Schritt in die Richtung Wiederaufnahme der Liga in England. Dort wissen wir seit letzter Woche, die Auflagen dafür, dass es geht, sind A, natürlich auch strenge Sicherheitsauflagen und B, dass in Großbritannien die Corona-Anzahl der infizierten Fälle nicht weiter steigt. Bayer Leverkusen rasierte gestern Werder Bremen 4:1 im letzten Spiel des Spieltags und dabei gab es eine besondere Geschichte. Neben der Geschichte, dass Kai Havertz 2 Kopfballtore gemacht hat, hat Kai Havertz, der selber noch ein Teenager ist, wobei das stimmt nicht so ganz, seinen eigenen Nachfolger eventuell schon bei Leverkusen in der Mannschaft. Und der kam gestern mit 17 Jahren und 15 Tagen als drittjüngster Bundesligaspieler aller Zeiten zu seinem Debüt. Und der gute Mann heißt Florian Wirtz. Und die einzigen Spieler, die bei ihrem Bundesliga-Debüt jünger waren, waren Jan-Oriel Bissek und Nuri Sahin. Die Nummer 3 ist jetzt Florian Wirtz. Coach Esume war bis jetzt Praktikant beim HSV. Nun ist er vollwertiges Mitglied des Trainerstabs. Das bestätigten die Hamburger gestern. Allerdings erstmal nur bis Saisonende. Dieter Hecking sagte, es wird nicht so sein, dass er jetzt große Motivationsreden hält. Er hat eine andere Sicht auf Dinge, einen anderen Blickwinkel. Er achtet mehr auf die Gruppendynamik und das menschliche Verhalten. Er kommt bei den Spielern an. Er macht es richtig gut. Ja, interessante Entscheidung beim HSV. Coach Esume allerdings gilt ja wirklich als Fachmann, was so Gruppendynamik betrifft. Also warum denn nicht? Schaden kann es ja eigentlich niemandem, hoffe ich. Es war ein monatelanges Hin und Her. Es sah dreimal nach Trennung aus, dann wieder nach Einigung und dann wieder nach Trennung. Und jetzt sieht es wieder nach Einigung aus. Dries Mertens wird höchstwahrscheinlich seinen Vertrag beim SSC Neapel verlängern. Der 33-Jährige wird wohl noch ein weiteres Jahr in Sizilien bleiben. Zuerst oder lange Zeit sah es ja so aus, als könnte er sich ablösefrei Inter Mailand oder sogar den BVB anschließen. Jetzt also Rolle rückwärts und Dries bleibt höchstwahrscheinlich in Neapel. Auch ablösefrei im Sommer wird Jan Vertonghen. Der 33-jährige Abwehrspieler von Tottenham soll Interesse aus England und Spanien auf sich gezogen haben. Stimmt nicht, aus Italien und Spanien, Freunde der Sonne. Und zwar von Inter und dem AS Rom sowie von beiden Clubs aus Valencia. Und Vertonghen, das ist natürlich ein kluger Kopf, das wissen wir schon länger, der sieht sich sogar in einer ganz ordentlichen Situation wegen Corona. Viele Clubs haben nicht das Geld für Transfers, ablösefreie Spieler wie ich sind in der Corona-Krise noch begehrter. Dass David Abraham Eintracht Frankfurt verlassen will, ist kein Geheimnis. Spätestens im Sommer 2021 soll es so sein. Allerdings auch ein Abschied im Sommer 2020 ist noch nicht ausgeschlossen. Dennoch, es sieht so aus, als würde Abraham eventuell noch eine Saison bleiben und er äußerte sich selbst so. Jetzt, wo mein Kind in Argentinien lebt, würde ich gerne zurückkehren. Ich habe hier einen Vertrag bis 2021 und würde in keinem anderen Verein in Europa als Eintracht Frankfurt mehr spielen. Ich werde schauen, welche Angebote es aus Argentinien gibt und welche mich sportlich am meisten reizen. Und einer der Jungs, die David Abraham am Wochenende mächtig vor Probleme stellten, und zwar Alessandro Plea, der hat mit seiner Leistung am Wochenende, und natürlich hat die ganze Welt zugeschaut, spätestens jetzt Interesse aus anderen Ligen geweckt, allen voran Manchester United und weitere englische Clubs sollen interessiert am Franzosen sein. Ja, neben United sollen es auch noch Arsenal, Leicester und Tottenham sein. Ob da im Sommer was passiert, wird natürlich abzuwarten sein. Ein weiterer Gladbacher, der im Sommer gehen könnte, ist Nico Elvedi. Das haben wir schon mal diskutiert. Elvedi hat noch Vertrag bis 2021, sprich, wenn man ihn ordentlich verkaufen will und er nicht verlängern will, dann doch bitte jetzt. Und scheinbar hat der FC Bayern Interesse. Ja, Elvedi ist zumindest ein Thema in München. Klar ist aber auch, man wollte eigentlich David Upamecano im Sommer holen. Doch dessen Preisschild von 58 Millionen könnte den Bayern zu hoch sein, so dass man eventuell umschwenkt und sich bei Nico Elvedi mal umhört. Juve nutzt unterdessen die Zeit, um mit Paolo Dybala zu verlängern. Sowohl der Argentinier als auch die alte Dame wollen weiter zusammenarbeiten. Der Vertrag läuft noch bis 2022. Es ist eine Verlängerung bis 2025 im Gespräch. Das Problem derzeit ist das Gehalt. Denn für Dybala ist klar, ich muss nach Cristiano Ronaldo der zweitbeste Verdiener bei Juve sein. Problem allerdings, das ist derzeit De Ligt. Der liegt irgendwo bei 8 Millionen Euro. Juve bietet Dybala jetzt noch ein bisschen weniger, aber man wird sich da bestimmt noch irgendwie einigen können. Das war's für heute, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Heute um 15 Uhr live Q&A mit Flo und mir. Seid dabei. Ansonsten sehen wir uns morgen zu den Daily News.